So, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Foundations. Ja, Freunde, ich habe hier ein klein bisschen umgebaut, aber nur ein klein bisschen. Ich habe hier die Kirche verkleinert und habe stattdessen dann lieber hier oben nochmal eine gebaut. Also die Dorfkirche. Ich weiß nicht, was da noch für eine Kirche kommt, aber was ich auch cool finde, die legen hier automatisch so Treppen an. Und des Weiteren habe ich beschlossen, ich baue das Herrenhaus hier um. Da ich nicht weiß, was mit dem Geld passiert, wenn ich jetzt das abreiße und einfach neu baue, dann wird wahrscheinlich das Geld weg sein. Und deswegen habe ich beschlossen, ich baue jetzt hier einfach ein zweites Herrenhaus nebendran und reiße dann hier Stück für Stück ab. Des Weiteren meine Mine da oben. Die funktioniert, die läuft. Und sogar hier oben haben sich Menschen angesiedelt, was ich gut finde. Das heißt, ich muss auch hier oben wohl eine Kirche bauen. Fressstände habe ich bereits gebaut für die Leute, die hier arbeiten. Das nächste, was ich machen will, ist, was haben wir da unten? Die Schmiede und die Eisenschmelze. Das heißt, wir haben natürlich einen riesen Weg. Die müssen das ganze Zeug, hier habe ich auch mal abgerissen, umgebaut, weil die nämlich irgendwie Probleme hatten, Weg blockiert. Ich habe keine Ahnung wieso. Dann habe ich das mir hier abgerissen und da hinten nochmal hingebaut. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da alles drin war. Hätte ich vielleicht gucken sollen, bevor es abreißt. Ich mache einfach mal. Ja, was mache ich denn rein? Was habe ich? Überfluss. Werkzeuge auf jeden Fall. Was sind sie denn da? Holz, Holzbretter, Holz, Holzbretter. Ja, das muss ich jetzt alles noch irgendwie einspielen hier. Und da mache ich jetzt mal Kohle rein. Ach so, ich habe ja noch Eisen, ne? So, Eisen. Und das heißt, die Industrie, die werde ich dann auch da oben hin verlagern. Vielleicht hier hin, dass die nicht so weit laufen brauchen. Die sind schon gestraft genug hier den Berg hoch. Okay. Aber eins nach dem anderen. Aber nichtsdestotrotz könnte ich da oben mal die Kirche in Angriff nehmen. Ich würde sagen, die stellen wir dahin. So. Und natürlich ein Stückchen höher, ne? Dass wenn jetzt die Fenster im Freien sind. Ach, die Fenster gehen gar nicht höher. Scheiße. Na okay. Dann machen wir hier den Glockenturm dran. Ist das Fenster weg? Kreuz und ein Kreuz. So.
Eingang brauchen wir noch, ne? Dann würde ich sagen, den Eingang machen wir da unten hin. So. Was ist eigentlich das hier? Die Säule. Zierelement. Was brauche ich das? Turmspitze. Das ist scheinbar so ein Monument oder was ich da bauen kann. Keine Ahnung. Kommt Zeit, kommt Rat. So, jetzt haben die natürlich auch hier einen riesen Weg da hoch. Aber egal. Da müssen sie jetzt einfach durch. So, ne? Gut, der Radius ist jetzt groß genug, also da können noch ein paar Jungs und Mädels anziehen. Hab ich, glaube ich, markiert, ne? Ja. Ach so, ich habe die Kachel wahrscheinlich nicht. So. Ja, ich hatte mir kurzfristig überlegt, vielleicht noch mal anzufangen, was nicht so hügelig ist. Aber so im Nachhinein habe ich gedacht, nee, eigentlich genau das Hügelige macht's aus, ne? Da kann man hochbauen, ne? Hier ist schön hoch nach oben bauen. So, oder hier oben dann eine Burg oder was hin, so mit Blick aufs Tal oder, keine Ahnung, Kloster gibt es ja auch noch. Oder ein Kloster hier oben irgendwo hinbauen. Vielleicht da ans Kloster hin oder so. Mal gucken. Mal gucken. So, was macht mein Fuchs? Wir brauchen Holz, sehe ich gerade. Holz. Holz. Sagen wir. Machen wir das Holz hier vielleicht, oder? Ich hoffe, die kommen da vorbei. Oh, doch, gepasst, oder? Glaube ich, auch ein Baubüro abgerissen. Ja, genau, ich habe hier Baubüro abgerissen. Da muss ich mal neues bauen. Das mache ich da hinten hin. Oder hier, wo die Ding stand. Wohl, da ist ein Baubüro. So, wie sieht's denn aus? Was wollen denn meine Bewohner? Was wollen sie denn? Ach so. Gottesdienstmangel. Was ist mit dem hier? Wasser und Nahrung? Das ist doch da oben Wasser und Nahrung. Da ist Nahrung und Wasser.
aber nicht zugewiesen. Haha. Alles klar. Brot. Und Beeren. Warum aber kein Wasser? Das verstehe ich nicht. Da ist doch direkt ein Brunnen neben dran. Oh, da kommt das nächste Wohnhaus. Ah ne, das ist ja die Kirche. So, was ist das hier? Nochmal Eisen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum hier der Weg blockiert war. Ich habe das Lager halt so quergestellt hier, ne? Ob das da dran lag? Schlechtes Wetter. Oder wir lassen die Industrie doch hier. Müssen so halt lange Wege laufen, aber das ist mir momentan wurscht. Und ich finde da oben. Es wäre zwar hier optimal. Aber dann müsste ich das alles so schräg hier bauen. Oder wir machen es hier auf diese Ebene. Dann haben wir etwa der halbe Weg nur. Wäre auch. Aber die tragen das Zeug jetzt im Prinzip hier so runter. Ne? Einmal komplett außen rum. Ne, wir bauen es hier hin. Wir bauen es hier hin. Apropos hier hinbauen. Ich glaube, ich habe... Ja, deswegen kommt kein Holz. Ich depp. Deswegen kommt kein Holz. Ich habe das hier wegen... was habe ich das eigentlich weggemacht? Ach so, nee, ich wollte hier die Bäume weg haben, die hier standen. Deswegen habe ich das gemacht. Und natürlich halt, wie es so ist, vergessen, wieder einzuschalten. Oh, 50%. Was ist dein Busch? Wasser und Nahrung. Also muss ich jetzt auch diesen Samenfritzen da einen Brunnen bauen? Oh, wie machen wir das? Sagen, setzen wir den da hin. Setzen wir den da hin. Den Brunnen. So, hier schön. Und die Nahrung. Klar, die leben hier, ne? Ist natürlich weit weg. Beeren und Fisch. So. Weil hier oben ist Fisch, ne? Und Beeren sind da oben. Und Träger zuweisen, ne? So, wie viele Arbeitslose haben wir denn? 9. So.
Dann machen wir hier auch noch einen Futterstand hin. Wie groß habe ich denn das Gebiet hier markiert? Ich kann mal gucken. Ich mag das, wenn alles so ein bisschen aufgelockert ist, ne? Wenn das so ein bisschen. Lieber baue ich jede Menge Brunnen und Marktplätze. So, Hunger haben sie. Das heißt, wir machen mal hier. Wir machen hier mal so einen Wochenmarkt oder so, oder? So, ein Fischstand, ein Bärenstand. Dann würde ich sagen, ein Kleidergeschäft. So. Was war mal noch? Brot. Brot. Und keine Ahnung was. Irgendwas halt. So. Essen, einmal das blaue Dach, einmal das hier, nochmal das hier, so. Dann brauchen wir auch hier ein bisschen Dekoration. Das geht so nicht. Na egal, wurscht. Schade, dass man die nicht stapeln kann. So.